Rechts über unserem Suchfeld haben Sie Zugriff auf den Datumsfilter. Standardmäßig werden Ergebnisse der letzten 7 Tage angezeigt. Sie können den Zeitraum für das Monitoring anhand von vordefinierten Zeitraumfiltern vergrößern oder verkleinern. Alternativ können Sie aber auch einen spezifischen Zeitraum auswählen. Dieser ist auf die Minute genau einstellbar. Lassen Sie uns einen Zeitraum von 90 Tagen auswählen. Unterhalb unseres Suchfeldes finden Sie weitere Filteroptionen. Unterhalb unseres Suchfeldes finden Sie weitere Filteroptionen. Eine häufig genutzte Möglichkeit ist die Filterung nach Quellentyp. Bevor Sie sich für einen Quellentyp entscheiden, erhalten Sie einen Überblick über die Anzahl der Ergebnisse pro Quellentyp. Jede Quelle, auf die Sie Zugriff haben, wird in Ihren Suchergebnissen enthalten sein. Es sei denn, Sie wenden einen Quellenfilter an. Wenn Sie beispielsweise nur nach Erwähnungen von redaktionellen Quellen suchen möchten, wählen Sie den Quellentyp News. Wenn Sie auf den Pfeil neben News klicken, erhalten Sie ein Menü mit weiteren Möglichkeiten zum Filtern innerhalb dieses Quellentyps. Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, Ergebnisse bestimmter Medienquellen ein- oder auszuschließen. Geben Sie dazu den Namen und die URL des Mediums ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Quelle einzuschließen, oder klicken Sie auf den Kreis, um die Quelle auszuschließen. Sie können mehrere Quellen suchen und auswählen. Wenn Sie Erwähnungen von einer Liste an Medien überwachen möchten, empfehlen wir die Verwendung dieses Filters. Es gibt auch weitere Kriterien, nach denen Sie Publikationen filtern können. Nach Medienformat, Art des Kanals, Premium-Lizenzen oder Reichweite. Wenn Sie viele Ergebnisse von Multiplikatoren oder anderen irrelevanten Medien erhalten, können Sie diese über den Medienkanal ausschließen. Wählen Sie dann allgemeine Nachrichten und Fachmagazine. Alternativ können Sie ein großes Ergebnisvolumen auch nach Reichweite einschränken. So können Sie zum Beispiel nur Erwähnungen von den wichtigsten Nachrichtenquellen überwachen lassen. Wählen Sie dazu Oberst 10, um nur Suchergebnisse von Medienquellen im oberen Reichweitenspektrum anzeigen zu lassen. Wenn Sie Erwähnungen aus einem weiteren Quellentyp überwachen möchten, wie zum Beispiel Twitter und Blogs, wählen Sie auch diese Quellen aus. Darüber hinaus können Sie nach Sprache und Standort filtern. Wenn Sie nur Erwähnungen in Ihrer geografischen Region suchen möchten, empfehlen wir die Verwendung eines Filters, um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen. Darüber hinaus können Sie nach Sprache und Standort filtern. Wenn Sie nur Erwähnungen in Ihrer geografischen Region suchen möchten, empfehlen wir die Verwendung dieses Filters, um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen. Bitte beachten Sie, dass der Standortfilter nur teilweise für Social-Media-Kanäle anwendbar ist, da nicht jeder Social-Media-Nutzer das Geotracking verwendet und wir nur bei aktivem Geotracking zuverlässig nach Standort filtern können. Für Social Media empfiehlt es sich, nach Sprache zu filtern, sollten Sie hier geografisch eingrenzen wollen. Der Stichwortfilter ermöglicht es Ihnen, schnell in Ergebnisse mit einem bestimmten Wort einzusteigen, ohne Ihre Hauptsuche ändern zu müssen. Dies ist besonders nützlich bei der Arbeit mit komplexen boolischen Abfragen. Wir werden in einer anderen Lektion darauf zurückkommen. Und natürlich Tonalität. Hier können Sie nach positiver, negativer oder neutraler Tonalität filtern. Meltwater verwendet seine eigene natürliche Sprachverarbeitung. Sie werden feststellen, dass der Tonalitätsfilter eine vierte Option namens nicht bewertet aufführt. Manchmal gibt es Erwähnungen und Dokumente, die zu kurz sind, um Tonalitätsanalysen durchzuführen. Wir kategorisieren dies als nicht bewertet, um sicherzustellen, dass diese nicht in das Gesamtergebnis der Tonalität einfließen. Sobald Sie die Filter ausgewählt haben, die für Ihre Suche relevant sind, klicken Sie auf Ergebnisse aktualisieren.